Herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und der ersten Runde From the Death Arena mit Vorsicht, Gedöns und bla bla bla. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis die ersten drei Einsendungen gekommen sind, aber jeder hat sich beschwert. 10.000 RP, 10.000 Ressourcenpunkte, damit kann man nichts bauen. Doch, es hat funktioniert. Wir haben endlich drei glückliche Einsender, die wir jetzt zusammen zerlegen werden oder die uns zerlegen. Egal. Wir fangen an. Einsender Nummer 1, das war der gute CSM mit seinem Gerät. Es nennt sich Rudimentär. 10.025 Ressourcenpunkte. Sieht gut aus. Laden wir mal und schauen uns das Ding an. Man sieht schon, so wie eigentlich alle, sind immobile Geräte, weil mit so viel Ressourcenpunkte braucht man einfach seine Ressourcen nicht für irgendwelche Bewegungen zu verschwenden. Der CSM hat hier schön vorne, hinten, links, rechts, weit ausgestreckte, Stabilisierungsarme hingemacht, auch die Munition unten hingepackt, dass, falls sie getroffen wird, es nicht gleich alles zerreißt, und eine wunderbar ungepanzerte Kanone. Hohoho, da kann man doch geil drauf schießen. Ja, ich denke, das sieht ganz cool aus und das wollen wir jetzt mal zerlegen. Ich mache einmal den Restart vom Designer, damit es einfach sauber passt. Also, Runde 1, nochmal zur Erinnerung, werden sie so gespawnt, also quer, aber gegeneinander gerichtet. Runde 2 aufeinander zugerichtet, ja, Runde 3 voneinander weg. Runde 1 und 3 jeweils ich zuerst, Runde 2 der Herausforderer, weil ihr kennt mein Gerät. Das da. Okay, fangen wir an. Runde 1, wir laden meinen Fragmentierer, habe ich ihn inzwischen genannt, der unter 10.000 Punkte ist. Ich glaube, das sind ein paar Ressourcenpunkte, durch ein Update haben sich geändert. Das Ding ist da, wir gehen ein paar Meter hier rüber. Ich denke, das passt. So, Load Vehicle, Rudimentär von CSM und mache das in Deepwater Guard. Runde 1. Herausforderer 1, let's go! Und schu, schu, schu! Babam! Oha! Das sieht nach einem ganz klaren Sieg für meine Wenigkeit aus. Der hat mir ja fast gar nichts weggeschossen. Ja! Okay, Runde 1 geht an mich. Danke dafür. Restart Designer. Ich mache einen Restart, damit, falls irgendwelche Sachen noch in der Gegend rumfliegen, nicht später jetzt hier dazu reinkommen. Wir laden zuerst Rudimentär von CSM, Deepwater Guard. Für die Runde 2 einmal jeweils in die gleiche Richtung. Da sollte der CSM jetzt doch gute Chancen haben, weil die Kanone schneller zücken dürfte. Wobei ja meine Raketen auch in eine Richtung schauen. Wir werden sehen. Runde 2, go! Und? What the fuck? Oh yeah, das sieht nach einer Zerstörung von meiner Wenigkeit aus. Aber er schießt nicht mehr. Rudimentär, was machst du? Nein! Ich habe ihm vorne den Arm abgeschossen, jetzt ist das Ding untergegangen. Aber er hätte theoretisch doch, er könnte noch schießen. Oh nein! Es tut mir jetzt leid für dich, CSM. Echt jetzt. Mann. Das wäre voll deine Chance gewesen, weil... Also... Ja, da ging schon was. Oh! Mist, also. Runde 2 geht leider auch an mich. Tut mir echt leid für dich. Obwohl es mich eigentlich freuen sollte, dass ich am Gewinn bin. Ja. Okay, also Runde 3, die eigentlich nicht mehr sein muss, aber die machen wir auf jeden Fall. Wir laden einmal Fragmentierer von mir. Und dann gehen wir einmal weiter weg. Drehen uns um 180 Grad. So, ja, passt.
Load Vehicle Rudimentär von CSM Deepwater Guard Runde 3. Let's go. Und ja, da kommen natürlich wieder meine Raketen angeschossen. Treffen. CSM sein Teil kippt um. Da kommen die anderen Raketen. Oh, ah, es ist doch kein Total-K.O. Schießt er noch? Komm, dreh dich weiter und schieß. Dreh dich weiter, kipp um, schieß. Ja, das wird geil. Und? Jetzt hat er keine Munition mehr, oder? Doch. Warum schießt er nicht? Ach, das reicht gerade nicht. Oh, aber eigentlich ist er noch einsatzfähig. Er ist doch einsatzfähig. Vielleicht passiert doch irgendwie ein Wunder. Ja, und? Vielleicht? Zu blöd zum Treffen. Was bist denn du für ein Scheißteil? Ja, nu? Was denn das jetzt für eine lahme Action hier? Zu wenig Munition zum Nachladen hier, hä? Und? Okay. Wird das jetzt noch was? Okay. Ja, also. Ich muss ganz ehrlich sagen, CSM, sein Teil, ist nicht kampfunfähig. Oh. Aber es kann so jetzt auch nicht mehr schießen. Dreht er sich rum oder nicht? Der bleibt wahrscheinlich so liegen, oder? Ja, es wird jetzt halt nur ein paar Schüsse dauern von meiner Seite, dann wäre das Ding wahrscheinlich komplett zerlegt. Ja, die Runde geht in dem Fall an mich. Also ein 3:0 für mich. Tut mir leid, CSM, aber das Ding hat schon Potenzial. Mach's besser und check's nochmal ein. Und jetzt ist es kaputt. Alles klar. Schön. Geiles Teil, aber leider zu schlecht. Aber gut, alles klar. Dann gehen wir weiter zum nächsten Herausforderer, der da wäre. Das wäre der Nitro Nick mit seinem Shimakaze-Turm. 10.717 RP ist noch in der also innerhalb vom Erlaubten. Passt wunderbar. Schaut mal bei ihm vorbei. Er hat auch einen YouTube-Kanal und noch nicht viele Abonnenten. Würde ihn sicher freuen. So. Der Nitronik hat hier sich Gedanken gemacht und hat diesen Turm ein bisschen. Oh, oh, oh. Das ist rot. Okay, der hat noch die alten Motoren. Es gab, seitdem er das eingeschickt hat, ein Update. Funktioniert aber soweit noch. Und er hat eben den Turm hier gebaut nach dem Turm der Shimakaze. Ist ein japanischer Kreuzer oder Zerstörer? Ich weiß es nicht. Man merkt, der Junge, der Dings, der spielt zu viel World of Warships. Auf jeden Fall der Einzige, der sich so richtig so optisch ein bisschen Gedanken gemacht hat. Ich meine, die anderen sind halt funktioneller. Deswegen geht der Designpreis heute an den Nitronik. Yeah! Okay. So sieht das aus. Der hat halt hier drei Raketen oben drauf auf einem sich drehbaren Turm. So ein Ponton unten dran mit dem Motor. Munition unten dran. Und hier KI-Gedöns. Ja, irgendwie immer das gleiche Prinzip. Aber was will man auch mehr machen? Gut, also was ich hier auch interessant finde, eben hier mit noch Laser-Gedöns. Also nicht auf Hitze aus. Mal schauen, was das Ding so reißen kann. Alles klar. Runde Nummer 1. Wir laden einmal den Fragmentierer in meinem Team. Zack. So. Einmal senkrecht in diese Richtung. Wir laden den Shimakaze-Turm von Nitronik im feindlichen Team. Runde 1 und go. Oh, 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 wo gehen denn seine Raketen hin? Oha. Und jetzt sind sie natürlich manövrierunfähig. Und das Ding hat ein bisschen hart zerrissen. Da ist nichts mehr übrig, oder? Nein, das ist ein eindeutiges K.O. Krasse Scheiße. Jo. Runde 1 geht auch hier an mich. Einmal Restart. So, wir laden jetzt frontal den Shimakaze-Turm in dem feindlichen Team. Zip.
Und dann einmal den Fragmentierer von mir in meinem Team. Und Runde 2, go! What? Hat der seinen Turm rückwärts drauf? Das ging ja wieder schnell. Auch das sieht nach einem ganz klaren K.O. aus. Ja, ja, ja. Aber komplett zerlegt. Da gibt's aber noch was zum Explodieren. Ja, das war's. Runde 2 geht ebenfalls an mich. Tja, was ist denn da los, Jungs? So. Dann müsste ja eigentlich jetzt das voll gut laufen für Nitronic, weil der ja dann jetzt nach hinten schießen müsste. Ja. Dann laden wir den mal so. Ja, genau. Drehe ich mich um 180 Grad so rum. Load Vehicle. Fragmentierer. Und dabei habe ich es jetzt sogar falsch gemacht. Eigentlich hätte ich ja meinen jetzt zuerst laden müssen. Aber ja, so what. Runde 3. Fuck. Vollgas. What the fuck. Oh oh. Oh oh. Den hat es schon wieder voll zerrissen. Da fliegen Crankshafts rum. Das war's. Schon wieder. Ich drehe doch. What the fuck? Und mir hat's gerade mal da vorne so ein Füßchen weggeschossen, oder was? Okay. Das heißt, auch der zweite Herausforderer wurde 3:0 von mir geschlagen. Das finde ich jetzt krass. Wow. Okay. Tut mir leid, Nitronic, auch bei dir war wohl nix. Ich hätte ehrlich erwartet, dass, obwohl ihr wusstet ja, wie mein Ding aussieht, dass das dann hier total zerschossen wird von euch. Aber vielleicht wird es ja bei unserem Herausforderer Nummer 3, dem Ertakus, was. Mit seiner Torpedomine. Mit 10.700 RP, auch total innerhalb von der Grenze. Und die laden wir jetzt mal. Und flatsch. Das Ding hat nichts Drehbares oder sonst irgendwas. Das hat hier fette Bleidinger an der Seite, wo das Teil einfach mal runterzieht. Bis auf den Grund und sonst wohin. Und oben hier mega fett die, keine Ahnung, wie viel sind das? 4x3, also 12 Torpedos rausschmeißt. Ich gehe mal davon aus, dass es Torpedos sind, oder? Ja, das sind Torpedos. Und die Dinger halt per Laser nachher ins Ziel reinfetzt. Da bin ich mal gespannt, wo das hinführt. Auf jeden Fall sehr coole Sache. Ich finde die Idee cool. Auf sowas in der Hinsicht, sowas Einfaches, so ein Ding zum Versenken, wo da Torpedos rabschießt, bin ich so auch noch nicht gekommen. Sehr coole Idee. Wenn es ein bisschen schöner aussehen würde, hätte es sogar einen Designerpreis bekommen können. Also, fangen wir an. Wir laden einmal Runde Nummer 1 den Fragmentierer von mir in meinem Team zuerst auf in diese Richtung. Denn einmal so rum, 90 Grad in die Richtung und batsch, dann holen wir hier die Torpedomine von Ertakus raus und Deepwater Guard. Runde Nummer 1, go! Und? Wow, da gehen die Torpedos in die Luft und meine Raketen kommen und fuck. Das Ding hat es komplett zerrissen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was machen die Torpedos? Was machen die Torpedos? Was machen die Torpedos? 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 Die sind jetzt umgelenkt, weil kein Laser mehr da ist. Meine Fresse. Krass. Scheiße. Ja, das scheint also die Erstschlagkraft von meinem Teil bisher ungebrochen. Unfassbar. Ich drehe doch. Also, dann Runde Nummer 2. Einmal die Torpedomine von Ertakus. Hier Deepwater Guard. Einmal geladen. Und hier noch kurz zwischendrin gesagt, Ertakus macht auch Let's Plays. Der hat auch schon ein paar Abonnenten. Lohnt sich auf jeden Fall bei ihm mal reinzuschauen. Jetzt habe ich ihm sogar ein bisschen Zeit gegönnt, dass das Ding untergeht.
Auch er verlinkt nicht nur in der Videobeschreibung, sondern auch auf der Webseite, wo es eine schöne Liste gibt von allen Teilnehmern, wie es ausgegangen ist und so weiter. Schaut mal drauf. Außerdem findet ihr auch da die Informationen, wie ihr teilnehmen könnt. So, Runde Nummer 2, mein Teil geladen gegen Ertakus Torpedomine. Und fuck, meine Raketen hauen den sogar durchs Wasser weg. Leckt mich doch am Arsch. Was machen seine Torpedos? Irgendwo im Nirvana rumflattern, aber diesmal treffen sie. Und? Nein, das gibt's doch nicht. Die Scheißdinger sind drüber gesprungen. Leckt mich am Arsch. Oh Mann. Warum, da trifft überhaupt nichts? What the fuck? Das sieht ja so aus, als ob ich total übermächtig wäre mit dem Scheißding, was ich hier gebaut habe. Krasse Scheiße. Ja, das Ding komplett zerschossen. Ach nee, da ist ja noch was. Aber das überlebt wenigstens. Das sinkt schnell genug. Scheiße. What the fuck? Okay. Runde Nummer 2. Leider auch für mich. Das gibt's doch nicht. Ich drehe doch. Ich habe mich so gefreut, dass ihr mich zerlegt. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Also, Runde Nummer 3. Wir laden einmal mein Gerät in meinem Team. Einmal so rücken. Wobei Rücken und vorne bei mir keinen Unterschied macht. Und einmal im Ertakus seine Torpedomine zum letzten Mal. Deepwater Guard. Zack. Und ertrinke. Und schon wieder weggeschossen. Fuck. Aber der Laser ist noch da. Nein. Da war er. Mist. Torpedos. Torpedos. Nein, die kommen zu krumm. Schade, warum nicht mal einer? Es tut mir echt leid für euch. Ja, lieber Ertakus, ich habe da gesehen, du hattest einiges Holz dran. Vielleicht hättest du das Holz weglassen sollen, dass das Ding schneller untergeht. Wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, bei From the Depths ist es egal, wie schwer das Ding ist, sobald es aus Wasser auftrifft, sinkt sowas recht langsam runter. Tja, Wasser gibt dir sehr viel Schutz. Aber der Schutz kam hier nicht schnell genug. Es ist auch schwierig hier. Ich kann natürlich nicht, ich hätte jetzt auch den unter Wasser spawnen können, aber ich muss das ja für alle gleich machen. Deswegen werden ja alle hier knapp über dem Wasser gespawnt. Da gibt es keinen Unterschied, weil wenn dann Flugzeug dabei ist, solltet ihr ja die Möglichkeit haben, einigermaßen schnell abheben zu können. Ja, jetzt ging es leider in der ersten Runde bei allen drei 3-0 für mich aus. Das finde ich jetzt schon ein bisschen arg krass. Ja, aber so geht es aus. Genau. What? Egal. Ja, ich mache mich jetzt dran und aufgrund dessen, was wir hier gelernt haben, eine verbesserte Version machen. Die nächsten RP sind 20.000 und dann zeige ich euch gleich, was ich da Schönes gebastelt habe. Und das ist mein Fragmentierer für die 20.000 RP-Runde. Also die nächste Runde. So sieht er aus. Muss man ganz genau hinschauen. Also die nächste Runde 20.000 RP. Das bedeutet plus minus 10% von 18.000 bis 22.000 RP. Könnt ihr mitmachen. Und ich habe meinen so gebaut. Wenn ich jetzt mal hier die Ressourcenpunkte auf. Ich habe nur 19.360 gebraucht. Und ich erkläre euch jetzt mal genau, warum. Hört genau zu, weil ich habe viel gelernt und das, was ich jetzt sage, ist auch wichtig für euch, um zu verstehen, wie ihr das Teil besser vernichten könnt. Ich habe gelernt, das, was mir den absoluten Sieg in dieser Runde gebracht hat, war der Erstschlag. Das bedeutet, die Raketen, sind sie abgeschossen, kommen sie ins Ziel und vernichten es, egal ob ich in der Zwischenzeit selber vernichtet wurde oder nicht. Zweitens, wichtig ist, dass der es sehr schnell schießen kann. Deswegen habe ich jetzt in jede Richtung einen Turm, der in jede Richtung einen Turm immer in jeder Richtung ausgerichtet. Aber alle anderen können sich ja trotzdem drehen und dann auch noch im Nachhinein schießen. Das bedeutet viel Power. Vor allem Raketen, die sind geladen. Da brauche ich erstmal keine Munition. Ich brauche erst Munition, wenn alle vier Türme leer geschossen sind. Was bedeutet, es sind jetzt insgesamt 12 Raketen, die abgefeuert wurden. Was extrem viel Schaden ist. Ja. Aua. Und ja, bei den anderen war immer das Problem, dass nachdem die abgeschossen wurden,
haben die irgendwas getroffen, wo die Ziel, also zum Beispiel beim Shimekaze-Turm, den Laser weggeschossen hat, darum haben sie nicht mehr getroffen. Bei der Torpedomine genauso. Und bei CSMs Kanone war es halt so, dass die zu lang gebraucht hat zum Drehen. Ja, die war schon kräftig, aber das Problem war auch, dass das halt nicht so einmal viel Schaden gibt, sondern so konstant Schaden macht. Und diese einmal fette Explosion, wo die Raketen mir halt bringen, sind halt hier meistens schon ausschlaggebend, dass noch was geht. Vielleicht ist es jetzt so, dass mir bei 20.000 RP, wenn ihr eure Sachen, so wie sie sind, besser panzert, vielleicht schon doch kommt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch noch redundant hier unten, man sieht es nicht, weil es schwarz ist, jetzt sieht man es, eben jeweils einen Waffencontroller und eine KI. Das heißt, jeder Turm ist für sich autonom und kann angreifen. Natürlich wieder die Munition hier unten. So, was könnt ihr machen? Entweder ihr guckt, dass ihr Raketen herkriegt, auch so, mehr oder schnellere oder wie auch immer. Oder ihr schützt euch gegen Raketen. Und da ist mir was ganz Wichtiges aufgefallen. Ich mache mal kurz Heat View an. Mal schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. So, jetzt sieht man ganz oben, da steht gerade hier 20.000 Fragmentierer, Vorsicht. Und dann steht da eine 92. Das ist jetzt wahrscheinlich bei euch im Video ein bisschen schwer zu sehen. 92. Das heißt, dieses Teil hat nur eine Hitzeentwicklung von 92. Wenn ihr Flares macht, haben die eine Hitzeentwicklung bis zu 4000 Grad. Oder halt was auch immer das für eine Einheit sein soll. Das heißt, wenn ihr Flares einsetzt, das sind hitzesuchende Raketen, könnt ihr davon ausgehen, dass die Raketen an euch vorbeigehen. Verstanden? Flares. Raketen gehen vorbei. Außer ihr baut so ein Teil, was eine höhere Hitzeentwicklung hat. Wenn ihr sowas testen wollt und selber wissen wollt, das ist hier bei im Charaktersheet bei Skills. Nein, es war nicht Skills, es war bei Items. Hier, wo ist es? Temperature Sensor, das hier. Einfach irgendwo hinziehen und dann könnt ihr das auswählen in eurer Schnellbarliste unten. Ich habe es jetzt auf 8 liegen. Dann seht ihr das. Wenn ihr also eine Hitzeentwicklung habt, so wie hier, die deutlich unter 4000 ist, könnt ihr sehr sicher sein, dass hitzesuchende Raketen, habe ich hier, auf jeden Fall die Flares auswählen und nicht euer Gerät. Und so Flares kosten überhaupt nicht viel RP. Ja, also, ich denke, ich habe euch genug gezeigt. Ihr seht auch, das ist hier verästelt. Das heißt, wenn hier was weggeschossen wird, das Ding bleibt trotzdem noch da und kann schießen und tun und bla bla bla. Baut mir was mit 20.000 plus minus 10% RP. Schickt's mir. Die ersten drei Einsendungen kommen rein. Und dann irgendwas, was mir das Teil zerschießt. Und denkt dran, es gibt auch immer einen Designpreis zu gewinnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt vorsichtig. Und danke an alle Teilnehmer.